Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 24. Dezember, also für Heiligabend. Heute haben wir dabei Facebook, Twitter, OneDrive und Google Pay. Beginnen tun wir mit Facebook, denn da hat das Nachrichtenportal oder der Nachrichtendienst Bloomberg neue Pläne rausgefunden, beziehungsweise bekannt gemacht, die Facebook zum Thema Blockchain hat. Also Blockchain, die Technologie, die entsprechend zum Beispiel Bitcoin ermöglicht hat, die möchte auch Facebook einsetzen und interessanterweise auch für Kryptowährungen. Und damit sollen Geldtransfers in WhatsApp ermöglicht werden. Dabei will Facebook einen Stablecoin verwenden oder erzeugen, sprich einen Coin, der sich am US-Dollar orientiert und entsprechend nicht wie andere Kryptowährungen in Höhen und in Tiefen schießen kann, wie auch immer. Und spannend wird es wirklich für WhatsApp, denn da sieht Facebook anscheinend ein großes Potenzial, das mit einer Payment-Funktion auszurüsten. Und auch gerade Indien ist da wohl ein Markt, der da angesprochen werden soll. Nächstes Thema, die Konkurrenz von Facebook, Twitter. Die haben jetzt bekannt gegeben, dass Twitter für iOS, also der Client, der auf eurem iPhone oder iPad läuft, dass der wieder das Label für den Twitter-Client bekommt. Das gab es bisher bis 2012, dass man dort in Tweets sehen konnte, von welchem Client der Tweet abgesendet wurde. Sprich von Tweetbot, also einem Third-Party-Client oder von Twitter selber oder Twitter für Web oder Twitter für Android. Diese Informationen sieht man nun wieder. Nach langer Zeit, ich war überrascht, dass das schon so lange her ist, dass man das sehen konnte, denn ich habe ja jahrelang Tweetbot benutzt und da war das die ganze Zeit aktiv, dass man die Herkunft eines Tweets auch erkennen konnte. Nächstes Thema, Microsoft OneDrive. Da wird demnächst, sprich am 1. Februar 2019, der Support für alte macOS-Versionen eingestellt, sprich konkret für Yosemite 10.10 und 10.11. Yosemite 10.12 soll wohl noch weiterlaufen. Danach gibt es keine Updates mehr und wenn man das System neu aufsetzt, kann man es natürlich auch nicht mehr installieren. Wenn man ein bestehendes, laufendes System hat, dann wird wohl alles weiterlaufen, nur wird es dann entsprechend keine neuen Features geben. Microsoft selber empfiehlt halt das Update auf Mojave und eventuell betrifft es euch ja und dann müsst ihr damit leben oder eben entsprechend updaten. Was wohl auch demnächst geupdatet wird, das ist Google Pay. Der Payment Service von Google auf den Android-Phones, der bekommt ein paar neue Features, obwohl er ja eigentlich rund läuft. Denn da soll es jetzt Möglichkeiten geben, für die hinterlegten Treue, Bonus und sonst was Karten eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn man entsprechend in der Nähe von Plätzen ist, wo die Karten aktiv werden können. Ich selber benutze Google Pay ja nur für Payment, von daher die Treue und sonst was Karten. Keine Ahnung, ob das wirklich Sinn macht für uns in Deutschland. Aber für die Payment-Funktion gibt es da wohl auch ein Update. Und zwar kann man entsprechend der Payment-Methode einen Spitznamen zuweisen. So kann man beispielsweise privat von beruflich trennen, indem man viel schneller, seine beruflichen Kreditkarten auswählen kann, anstatt seine privaten. Ich bin gespannt, gerade Mobile Payment ist ja für mich ein Riesenthema und werde das dementsprechend auch testen. Und das war's auch schon für heute. Heiligabend oder Weihnachtswochenende, 4. Advent, da ist halt nicht so viel passiert. Schauen wir mal, ob über die Weihnachtsfeiertage noch ein paar Überraschungen anstehen, denn wie es ausschaut, werde ich euch wohl auch über die Feiertage weiter mit News versorgen und euch dann zum Jahresende an den Martin wieder übergeben. Also bis dahin, ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Habt einen tollen Heiligabend. Lasst euch beschenken, wenn es schon am Heiligabend stattfindet. Ansonsten morgen dann, ne? Alles klar, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.